Und damit guten Morgen, was geht ab? Herzlich willkommen hier im Park Asterix. Ja, und zugleich auch an Tag 10 und auch gleichzeitig 11, denn ich bin jetzt 2 Tage hier. Beide Tage kommen hier in dieses Video rein. Dann an Tag 12 besuche ich nochmal 2 Parks, um an Tag 13 nochmal hierher zurückzukommen. Ja, der Park macht in 20 Minuten auf, man wird aber schon mal reingelassen in den Eingangsbereich. Jetzt sammeln sich hier die ganzen Menschenmassen, die bestimmt alle direkt zu Tortatas rennen. Und ich bin am Überlegen, renne ich den hinterher oder gehe ich erstmal in eine andere Ecke? Das weiß ich noch nicht. Lasst euch genauso wie ich überraschen. Und ich würde sagen, wir warten jetzt noch die 20 Minuten und dann geht's los. Was ich sehr krass finde, wir haben Montag außerhalb der Ferien und ja, ihr seht hinter mir, was da für eine Menschenmasse noch reinströmt und das 20 Minuten vor Parköffnung. Und ich kann ja mal die Kamera drehen oder ich drehe mich mal mit. Guck mal, was hinter mir schon abgeht, was da schon für eine Menschenmasse wartet, bis das Tor aufgeht. Junge, Junge, Junge. Krass, das ist wirklich krass. Würde ich mal gerne wissen, ob der Park generell so gut besucht ist wie das Disneyland oder ob es jetzt an der neuen Achterbahn liegt, weshalb es alle hier strömt. Ich habe mich jetzt innerhalb der letzten 25 Minuten, wo ich in der Menschenmasse gestanden habe, dazu entschieden, nicht zu Tortatas zu rennen, wie sie es alle machen. Ich laufe jetzt erstmal in die andere Richtung und hoffe, dass ich demnach ja, in kürzester Zeit ein paar Counts abhaken kann. Weil wenn ich jetzt auch zu Tortatas gerannt wäre, dann wäre ich den ganzen Tag mit dieser Menschenmasse unterwegs, weil die dann wahrscheinlich dieselbe Runde wie ich einschlagen und ich wäre die ganze Zeit wieder mit dem Strom geschwommen. Demnach starten wir jetzt hier mit Pegasus Express, müsste die Achterbahn heißen. Ja, ein Family Coaster, wo du halt eine gewisse Strecke erstmal vorwärts fährst, bis du dann den zweiten Lift wieder hochgezogen wirst. Und ja, dann in so einer Halle landest und da bist du dann rückwärts rausgeschossen und fährst dann noch eine gewisse Strecke rückwärts. Klingt ganz gut, sieht wirklich ganz geil aus, mit der starten wir jetzt. Und morgen an Tag Nummer 2 tue ich dann Rope droppen und renne auch direkt zu Tortatas. Das ist mein Plan. So, ab geht's zu Pegasus Express. Alter, was ein geiler Family Coaster, ohne Mist.
wirklich so überzeugend, auch so lang die Strecke. Selbst die Länge hätte ich nicht erwartet. Ich wusste, dass die Länge nach dem ersten Lift gut ist, aber dass sie dann doch so lang ist und du danach immer noch mal ein Stück rückwärts fährst, brutal, hat mir richtig gefallen. Ja, heute ist es tatsächlich mal so ein Parkbesuch, wo ich wirklich mich erstmal nur um die Counts kümmere. Ich laufe jetzt wirklich nur von Achterbahn zu Achterbahn, laufe an allem anderen vorbei. Und sobald wir mit allen Achterbahnen durch sind, starten wir die zweite Runde und dann gucken wir uns mal alles andere an. Ja, bin ich mal gespannt, um wie viel Uhr wir mit allen Counts durch sind. Ich bin jetzt hier auch direkt schon bei der zweiten Achterbahn. Jetzt muss ich erstmal nur den Eingang dafür finden und dann gehen wir da auch direkt mal rein. Ja. Absolut komischer Bügel. Den schiebst du wie auf so einer Schiene einfach hier zu dir. Todesbremse. Am Anfang dachte ich mir, ja, ist ja eigentlich ganz cool, das Teil. Aber dann kam eine Bremse, Junge, die hat ja so reingehämmert, da habe ich so einen Boxer in den Bauch bekommen. Ja, und danach war die so tot gebremst, dass du nur noch bis zur Schlussbremse gerollt bist. Da hier diese Bremse, da wirst du so komplett runtergebremst, dass du das restliche Layout dann nur noch, ja, so runterrollst. Bis dann hierher. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie unnötig dann gegen Ende. Aber Count ist drin, ab zum nächsten. Der dritte Disco-Coaster gewesen sein, wenn ich jetzt keinen vergessen habe. Einen Blobsaland, einen gestern im Park St. Paul und jetzt hier einen im Park Asterix. Und jetzt der nächste Halt ist Tonnerre de Zeus. Thank you.
sitze jetzt drinnen im Tonnerre de Zeus und wie ihr seht, fahre ich die erste Fahrt rückwärts. Was gibt's Besseres? Ohne eine Ahnung vom Layout, lass mich jetzt erstmal rückwärts hier durchballern. Junge, es war so eine gute Idee. Ich habe während der ganzen Warteschlange überlegt, ey, wo fahre ich jetzt? Fahre ich in der ersten Reihe? Fahre ich in der letzten Reihe, die vorwärts fährt? Oder fahre ich sogar in der allerletzten Reihe, die rückwärts fährt? Und ich habe mich für die Rückwärtsreihe entschieden. Junge, macht das. Wenn ihr hier seid, fahrt als allererstes rückwärts. Das ist ein Erlebnis. Aber es ist auch teilweise schmerzhaft und geht gut in den Nacken. Ich habe da wirklich so drin gesessen und habe versucht, alles anzuspannen, was geht. Junge, Junge, Junge. Ja, Tonnerre de Zeus. Eine Holzachterbahn, wo jetzt, boah, diesen Winter oder letzten Winter ein wenig umgebaut worden ist. Bei manchen Stellen wurden dann zum Beispiel ja, Erneuerungen getroffen oder halt das Layout ein wenig verändert. Zum Beispiel gibt es einen Airtime-Hügel und statt du halt normal drüber fährst, fährst du da jetzt so seitwärts drüber. Und dann haben die halt natürlich auch die letzte Reihe umgedreht. Das ist jetzt auch erst seit neuestem so, das ist nicht schon immer so. Und haben den Namen ein bisschen umgeändert. Früher hieß die Achterbahn Tonnerre de Zeus, also DE Zeus. Und dann haben sie jetzt, nachdem sie die umgebaut haben und den letzten Waggon umgedreht haben, haben sie dann umgeändert auf Tonnerre de Zeus. Ja. Hier ist der Zeus mit einer schönen quietschenden Badehose an oder Unterhose. Jawohl, so muss das sein. Ich mache mich jetzt auch direkt auf den Weg zum nächsten Count und das müsste, so wie es aussieht, Guderich sein. Eine Wekomer Bahn, die wohl auch sehr, sehr am Schlagen sein soll. Da bin ich jetzt mal gespannt. Müsste jetzt, glaube ich, auch die Achterbahn sein. Also die Achterbahn mit den meisten Überschlägen, die ich je gefahren bin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Überschläge hat sich auf jeden Fall. Vielleicht habe ich jetzt auch aber einen übersehen. Das werden wir gleich sehen. Let's go. Ach du Scheiße, Junge. Wie die in die Looping reinknallt. Die stehen einfach schon direkt hier vorm Eingang. Ah ja? Dann stellen wir uns mal dazu. Thank you.
Junge, 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 was ist das denn bitte für eine Rappekiste? Wie ich es schon gesehen hatte, wenn du in die Loopings reinfährst, das gibt dir einmal so ein. Junge, du bist richtig so nach unten gedrückt. Und auch, alles. Jede einzelne Looping-Einfahrt, Überschlag-Einfahrt, Junge, geisteskrank. Einfach nicht normal. Es ging auch voll auf die Schultern vom Bügel her. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wer das Layout entworfen hat, boah, Junge, der hat irgendwas genommen vorher. Ja, ansonsten mal ein kurzes Zwischenfazit. Wir haben jetzt 10 nach 12, das heißt, seit 2 Stunden und 10 Minuten bin ich hier im Park und ich habe auf Coaster Count schon 5 blaue Punkte. Jetzt fehlen mir noch 4. Hier sehe ich jetzt irgend so ein Mittelalterdorf, vielmehr sieht es so aus. Aber da kommen wir dann nur in einen anderen Bereich. Demnach laufen wir jetzt erstmal weiter geradeaus, wie ich sehe, Richtung Pegase Express zurück. Und dann sind wir eine Runde hier um den See gelaufen und dann gucken wir mal, weil hier ist dann auch nochmal sowas Felsenartiges thematisiert ist. Ich bin aber der Meinung, das könnte das Wasserrafting sein. Schauen wir mal. Wenn es natürlich ein Count ist, wird er direkt eingesammelt. Ansonsten laufen wir dann erstmal weiter. Hier zwischen diesen beiden Bäumen seht ihr vielleicht den Lift von Pegase Express. Wird auch gerade ein Zug hochgezogen. Ja, da haben wir den Tag gestartet und sind dann jetzt hier eine Runde um den See gelaufen. Und jetzt sind wir hier. Jetzt hätte ich die Möglichkeit gehabt, hier durch die zwei Türme zu laufen. Dann wäre ich aber wahrscheinlich nur hinter den anderen Themenbereich gekommen. Und demnach gucken wir mal, was sich hier drinnen verbirgt. Aber da bin ich, wie gesagt, der Meinung, dass es das Wasserrafting sein könnte. Das schauen wir jetzt aber mal. Ja. Gut, okay. Da befindet sich nur ein Theater. Ansonsten, da sind wir heute Morgen reingegangen. Da sind wir gestartet. Da ist Pegase Express. Dann laufen wir jetzt wieder zurück und gehen durch die zwei Türme da in diesem Mittelalterdorf. Mittelalterdorf nenne ich es jetzt einfach mal. Und gucken, was uns dahinter erwartet. Let's go. Ach, nur mal so als kleiner Side-Fact. Eine Kugel Eis kostet hier 4 Euro. So, ich habe mich jetzt erstmal kurz hierher gesetzt in dem Bereich, wo ich hier gerade durchgelaufen bin und habe mal kurz Päuschen gemacht, habe was getrunken, habe was gegessen und habe mal den Parkplan gezückt und habe mal abgecheckt, was ist denn erledigt, wo müssen wir noch hin, was natürlich noch sehr viel ist und den Überblick gebe ich euch jetzt auch. Wir sind natürlich heute Morgen erstmal hier komplett durchgejumpt, an allem vorbei Richtung Pegase Express und sind dann hier auf dem Weg alle Achterbahnen bzw. alle Counts gefahren, die hier waren und dann bin ich jetzt hier durch die beiden Türme durch und befinde mich jetzt ungefähr hier. So, der Bereich ist vorerst abgeschlossen. Natürlich müssen wir die Achterbahn noch in den entsprechenden reinfahren, wo ich sie noch nicht gefahren bin. Das Wasserrafting heben wir uns auch zum Schluss auf, vielmehr vielleicht auch für morgen. Und jetzt werden wir hier hinter in die Ecke gehen, denn hier warten die anderen 4 Counts. Und tatsächlich befinden sich hier 1, 2 Wasserbahnen, wie schon gesagt, das Wasserrafting und hier nochmal so eine Reifenrutsche, wie ihr sie vielleicht schon aus dem Hansapark kennt. So, wir werden jetzt aber erstmal hier auch an allen vorbeigehen und werden uns die Counts einsammeln. Und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Wahrscheinlich nehmen wir dann die ganzen Wasserbahnen mit, weil bei dem Wetter muss es echt sein. Wartezeit ist angeschlagen laut Eingang. Ja, würde ich sagen, direkt wieder in die erste Reihe.
und dann vielleicht auch spontan schon direkt in die letzte. Schauen wir mal. Junge, das war ja mal mit Abstand jetzt der geilste B&M Inverter, den ich je gefahren bin. Junge, Junge, was eine Kiste. Was für Kräfte, deine Beine werden so lang gezogen. Und das Geilste ist hier die eine Tunneldurchfahrt hier ins Wasser rein. Junge, da kriegst du so leichten Nieselregen ab, das ist so erfrischend. Einfach nur geil. Wirklich einfach nur eine brutale Kiste, ey. Herrlich. Genau von der anderen Seite der Wand komme ich gerade quasi. Warum man hier nicht durchgehen kann, wüsste ich jetzt auch gerne. Aber es ist wie es ist. Ab geht's zum nächsten Count. Tivoli-Corse hier fährt 3 Runden und ballert ungebremst durch die Station und demnach auch durch die 2 folgenden Kurven danach, die nicht gebankt sind. Junge, du wirst hier so an die Seite geboxt.
geht es jetzt zu unserem letzten Halt, bevor es zu Tutatas geht, worauf ich richtig Bock habe. Jetzt geht es aber erst nochmal zur Bobbahn. Auf die habe ich auch Bock. Ist auch mal wieder was ganz anderes. Vor allem abgesehen von dem in Heidepark und im Europapark bin ich noch nie so eine gefahren. Jetzt bin ich mal gespannt, wie hier die abgeht. Ja, oh, hier ist sie doch schon. Let's go. Let's go. Ich habe so Bock. Il y a 10 minutes. Junge, Junge, Junge. So, ich komme jetzt aus der Bobbahn raus. Irgendwas mit Hurra heißt die. Boah, keine Ahnung. Ich gucke gleich mal am Eingang. Ich laufe jetzt eh nochmal rein. Denn jetzt nehme ich schon mal die letzte Reihe mit. Eben war ich in der ersten. Und die heißt... Ach, ich kann es nicht lesen. Tut mir leid. Was ich euch aber auf jeden Fall sagen kann. Wenn ihr die fahrt, setzt euch aufrecht hin. Legt euch mit dem Rücken nicht hinten ans Polster. Weil, oh mein Gott, so am Schlagen das Teil. Nicht mehr normal. Wirklich geisteskrank. Ich habe da richtig aufrecht gesessen und mich nach vorne gelehnt, quasi wie auf so einem Stuhl ohne Rückenlehne halt. Ganz genau. Und so werde ich auch jetzt in der letzten Reihe fahren, weil ansonsten, Junge, wird euer Rücken auseinandergenommen.
Leute, ich bin jetzt 2 Runden mit Hutatis gefahren. Einmal habe ich mich normal angestellt für die erste Reihe und dann bin ich gerade nochmal durch den Single Rider und habe in der 5. Reihe gesessen. Was mir jetzt noch fehlt, ist die letzte Reihe. Das mache ich jetzt aber nicht, weil jetzt ist der Eingang komplett überlaufen. Jetzt sind es locker 40, 45 Minuten. So, kommen wir zu meinem Fazit. Also es ist auf jeden Fall eine brutale Achterbahn, Junge, wie du da rumgefetzt wirst. Und auch die Elemente sind einfach nur brutal. Wirklich sehr schöne Elemente. Ich muss jetzt erstmal wirken lassen, erstmal drüber nachdenken. Vielleicht noch 2-3 Runden mehr fahren morgen, wo ich dann hier im Park bin. Aber so jetzt, nach den 2 Fahrten, würde ich tatsächlich sagen, dass Taron für mich auf Platz 2 bleibt und die auf Platz 3 rückt. Sie ist auf jeden Fall geiler als Conda im Walibi Belgium, das steht fest, safe. Aber in meinen Augen jetzt nach den 2 Runden nicht besser als Taron. Ich finde Taron irgendwie trotzdem noch viel fetziger, noch eine viel größere Spaßmaschine. Ja, ansonsten, wir haben jetzt alle Counts, wir sind durch mit dem Park, so von den Achterbahnen her. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück Richtung Eingang zum Wasserrafting und starten mit dem Wasserrafting. Wie ihr seht, ich bin wieder im Eingangsbereich, hinter mir befindet sich der Ein- bzw. Ausgang. Und wir starten jetzt von hier die 2. Runde ganz entspannt durch den Park und fangen mal an, den Park zu exploren. Und alles ganz genau, ganz gediegen, ganz entspannt anzugucken und alles zu fahren, worauf man irgendwie Lust hat. Ja, wir haben es jetzt 15.30 Uhr, genau 5,5 Stunden habe ich jetzt gebraucht für alle Counts. Jetzt habe ich noch 2,5 Stunden Zeit, bis der Park schließt und die nutzen wir jetzt noch, den Park so weit zu durchforsten, wie es überhaupt nur möglich ist. Und den Rest machen wir dann morgen. Genauso wie wir es auch im Plopsaland de Panne schon gemacht haben. Kennt ihr schon das Spielchen. So, demnach würde ich sagen, wir fangen an. Let's go. Wir fangen jetzt an hier mit Le Défi de César. Ich befürchte doch sehr stark, dass mich jetzt hier ein Madhouse drin erwartet. Lass uns mal überraschen. One person. Tatsache, es war ein Madhouse mit einem absolut komischen Fahrprogramm. Am Anfang hat es erstmal ewig rumgewackelt und du hast schon gedacht, na, wann geht's endlich los, wann kommt die erste Drehung? Junge, aber dann kam direkt zack, 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 eine Runde nach der anderen. Ja, und wie hieß es? Le Défi de César. Ja, ich glaube, dann habe ich es auch richtig gesagt, wo ich reingelaufen bin. Ja, relativ unspektakulär thematisiert von innen und auch die Fahrt an sich unspektakulär. Wie gesagt, es waren halt relativ schnelle, viele Umdrehungen. Aber es war jetzt nicht so typisch showmäßig, wie die ganzen anderen Madhäuser sonst sind. Oder es kann auch einfach sein, dass ich nicht verstanden habe von der Sprache, aber eigentlich wurde da drin nicht gesprochen. Dann würde ich doch mal schätzen, Rapidos hört sich doch sehr nach einem Rafting an, oder? Romos et Rapidos, rein da. Ich bin in Deutschland, ich bin in Deutschland. Ich bin in Deutschland.
Ja, die Tür schon. Also das habe ich ja auch noch nicht erlebt. Wartebereich so gut wie leer. Die stehen wirklich nur die Brücke über der drehenden Plattform an. Der Rest ist komplett leer. Und trotzdem werden die Boote bis auf den letzten Platz voll bestückt. 9 Leute passen rein. Ich habe gerade mit 8 anderen da drin gesessen. Junge, Junge. Ansonsten, wie ich sehe, gibt es dann hier direkt gegenüber vom Wasserrafting. Ich komme gerade da raus. Gibt es hier so eine Hochbahn, die aber ohne Fahrradpedalen ist, sondern komplett rein elektrisch. Wollen wir da gerade mal reinspringen? Hier ins Les Espanos de Casar. Ah, hier gibt es dann sogar noch eine kleine Eisenbahn. Aber wirklich eine kleine. Guckt euch allein mal den Eingang an. Wenn ich hier davor stehe. Also in die Hochbahn steige ich jetzt nicht ein. Und dann haben wir, wenn man hier dran vorbeiläuft, nochmal das La Forêt de Idefix. Und das ist nochmal ein riesen Kinderbereich mit ja, sämtlichen kleinen Attraktionen. Junge, wenn ich die Wasserbahn fahren würde, da würde ich ja voll untergehen mit dem Boot. Junge, das dippt ja so schon voll tief ins Wasser ein. Jetzt stell dir mal vor, ich sitze da mit meinem Gewicht noch drinne. Feierabend, ich gehe unter. Ja, wie gesagt, kleiner Kinderbereich da hinten drin. Ja. Ja, ganz genau, das war gerade der Bereich hier. Der Idefix-Bereich, wo hier die kleine Wasserbahn ist. Dann hier, ich nenne es einfach mal Froschhüpfer, auch wenn es hier eine andere Thematisierung war. Die Bikes mit Fahrradpedalen, die da nach oben fliegen. Und halt hier die Hochbahn, die hier drumherum fährt. Genau, ansonsten Wasserrafting haben wir jetzt abgehakt. Jetzt geht es weiter wieder hier um die Ecke zu Pegasa Express. Und hier steht noch eine richtig geile Attraktion. Junge, ich wusste ja, dass das Ding geil ist und Power hat, aber dass es dann so durchfetzt, das habe ich jetzt nicht mehr erwartet. Junge, Junge, damals auf der Kirmes gefahren, des Öfteren, da war der ja in Deutschland unterwegs, tatsächlich auch unter dem Namen der fliegende Teppich. Und ich weiß jetzt nicht, ob genau das der ist, der dann irgendwann hier verkauft worden ist, keine Ahnung, aber rein vom Prinzip her, die Bauart, die Fahrart, ist das genau das gleiche. Richtig fetzig, hat so viel Power, das glaubt ihr nicht und ihr müsst euch festhalten, sonst werdet ihr so hin und her geschleudert. Junge, brutal, richtig geil. Und jetzt geht's auf Pegasa Express, letzte Reihe.
Das war wirklich das blaueste Wasser, was ich je bei einem Wasserrafting gesehen habe. Junge, Pegasa Express ist einfach so ein unglaublich geiler Familiencoaster. Junge, was ein brutales Layout das einfach hat. So richtig geil geschwungen, so richtig surfmäßig, richtig twisty. Einfach geil, Mann. Sowas gefällt mir richtig, wenn es immer so hin und her schwingt und runter und wieder hoch. Brutal. Einfach wirklich eine 10 von 10 in meinen Augen. Der Junge ist, dass er sich die ganze Zeit so dreht. Seit Anfang an. Und ich chill hier so rum. Das war ja mal wohl die entspannteste Polypenfahrt oder Oktopusfahrt, wie man die Dinge jetzt auch immer nennt, die ich hier gefahren bin. Wir haben jetzt noch eine Stunde Zeit und dann bin ich mal gespannt, ob wir in dieser Stunde die beiden Runden schaffen und dann vielleicht sogar noch Gudurix in der letzten Reihe. Das wäre brutal, das wäre wirklich brutal. Weil dann hätten wir wieder hier alles rund um den See komplett abgehakt. Absolut komplett abgehakt. Dann können wir uns morgen direkt um den anderen Teil kümmern. Junge, das wäre wirklich wild. Das wäre richtig geil. Thank you.
Mann, ey, ich habe es tatsächlich geschafft, beide Runden von Turnero de Zeus noch mitzunehmen. Jetzt habe ich noch eine Viertelstunde Zeit, bis der Park schließt. Das heißt, der letzte Ride des Tages mit Gudurix in der letzten Reihe. Oh mein Gott, was hole ich mir da jetzt noch für Schläge ab? Bin ich echt gespannt. Erste Reihe war schon grenzwertig. Junge, Junge. Aber geil, Mann. Dass wir jetzt noch so gut am Ende durchkommen, hätte ich echt nicht gedacht, Mann. Das heißt, ab morgen können wir uns wirklich um den vorderen Parkteil kümmern, wo halt auch Tutates steht, Osiris. Junge, ich check's einfach nicht, was in dieser Bahn abgeht. Es ist einfach wirklich geisteskrank. Wirklich, direkt nach dem First Drop fährst du einfach nur von Überschlag in Überschlag rein. Du checkst gar nichts mehr. Du bist dich nur am Drehen die ganze Zeit, Junge. Boah, Junge. Geisteskrank einfach nur. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ja, ich durfte leider nicht in den letzten Waggon, vielmehr in die letzte Reihe. Ich wurde halt in eine freie Reihe eingeteilt. Da hat auch kein Betteln und kein Bitten geholfen. Ich sollte da bleiben. Vor mir waren 4 Waggons, hinter mir waren 2 Waggons. Also ich war wenigstens schon im hinteren Bereich wenigstens. Wir werden es morgen auf jeden Fall nochmal versuchen, weil ich möchte im letzten Waggon sitzen, zu 100%. Gerne auch in der vorderen Reihe vom letzten Waggon. Dann habe ich auch wenigstens mehr Beinfreiheit und halt auch eine bessere Sicht für die Kamera, weil da nicht direkt noch Sitze vor mir sind, sondern weil es halt erstmal ein Meter Platz ist, bis der nächste Waggon anfängt. Demnach, wir gehen jetzt Richtung Ausgang. Und dann war es das hier aus dem Park Asterix. Tag 1 geht zu Ende. Wir sehen uns morgen wieder, also in meinem Fall morgen. Für euch ist es wenn ich aufgehört habe zu babbeln, dann beginnt schon der nächste Tag. Demnach höre ich auch auf zu babbeln und wir sehen uns dann in ein paar Sekunden wieder. Viel Spaß an Tag 2. Mit dem Rucksack rein, dann kommen die mit so einem Wagen und holen alle ab, reißen dir den aus der Hand und ballern den da rein, als wäre es ein Stück Scheiße. Jetzt bin ich gespannt. Einfach den Gegebenheiten und dem Umfeld und der Menschen anpassen und mitwirken. Genau dasselbe tun, weil sonst bist du hier verloren. Und damit herzlich willkommen an Tag Nummer 2. Ja, ich habe direkt den Run auf Tutates gestartet. Hab jetzt meine letzte Reihe endlich nachgeholt, die gestern nicht möglich war. Ja, geil, Junge. Richtig geil in der letzten Reihe. Gerade hier die Spike, weil du wirklich ganz oben bis am Ende bist, am letzten Punkt. Und du bist wirklich ganz oben halt. Das ist wirklich brutal. Das macht richtig Spaß.
Ja, jetzt ist halt die Warteschlange wieder komplett voll, genauso wie gestern Mittag, wo ich hierher gegangen bin. Also es ist jetzt nicht wirklich weniger. Es würde sich jetzt gar nicht mehr lohnen, normal anzustellen. Kann ich auch später machen. Jetzt wollte ich eigentlich durch den Single Rider ein paar Runden mitnehmen, aber der Single Rider ist noch zu. Ich denke mal, ich gehe jetzt zur Mitarbeiterin und frage mal nach, was dann der Sache ist, ob der gegen Mittag aufmacht oder... Ja, bin ich mal gespannt. Das machen wir jetzt. Und ansonsten, wenn der Single Rider jetzt noch zu bleibt, würde ich sagen, wir starten da, wo wir gestern aufgehört haben, und zwar bei Gudorix. Dass wir jetzt da die letzte Reihe machen, weil gestern wurde ich einfach eingeteilt im hinteren Drittel. Und jetzt will ich auf jeden Fall noch die letzte Reihe nachholen. Das muss sein. Was ich auf jeden Fall auch sehe, was ich jetzt schon zweimal innerhalb dieser Tour gesehen habe, ist hier der Zampella Nebulas. Den machen wir auch auf jeden Fall, wahrscheinlich sogar jetzt direkt, wenn wir schon hier in dem Bereich sind. Jetzt ist es noch leer. Oder gehe ich jetzt noch zu Gudorix? Das weiß ich nicht. Lasst euch überraschen, ich überlege noch. Jetzt gehen wir erstmal zur Dame am Single Rider und fragen nach, was Sache ist. Auch eine geile Antwort. Wirklich eine richtig geile Antwort. Ich gehe hin. Ja, wann macht denn der Single Rider auf? Nicht jetzt. Okay, danke. Ja, ansonsten, ich bin gerade echt zwiegespalten mit meiner Meinung, was denn jetzt nun ist. Ist Taron meine Nummer 2 oder hier, Tutatis meine Nummer 2? Ich weiß es halt einfach nicht. Die Sache ist, hier bei dieser Achterbahn hast du halt wirklich geile Elemente, absolut geile Elemente. Es fängt schon an hier mit dem einen Überschlag, wo du dich so halt umdrehst, aber dann wieder so zurückgehst. Dann direkt hier die zwei, ja, Airtime-Hügel, in dem Sinne sind es eigentlich nicht, es sind nach außen. Es sind nach außen gebankt, oh Junge. Ich bin halt echt gerade zwiegespalten mit meiner Meinung, was denn nun ist. Ist Taron meine Nummer 2 oder hier Tutatis? Ich weiß es einfach nicht. Ich habe gerade wirklich während der ganzen Fahrt habe ich versucht so... Hey, was geht? Ich habe gerade wirklich während der ganzen Fahrt versucht so... Also ich habe während der ganzen Fahrt halt nachgedacht, was ist denn nun, was ist denn nun? Aber ich lande in der Schlussbremse und ich komme auf keinen Entschluss. Ich glaube, da ändert sich nichts. Klar, die Achterbahn ist geil, richtig brutales Layout, macht übertrieben Spaß. Aber auf Taron habe ich halt einfach eine viel größere Gaudi, da habe ich viel mehr Spaß. Die ist viel länger, da bin ich am Lachen, da bin ich oh, am Schreien, geil, geil, geil. Und hier, klar auch, aber nicht in dem Maßen, nicht in dem Maßen. Und ganz kurz, damit ihr wisst, wo ich gerade war und die Aufnahmen gemacht habe, wo man so einen geilen Blick auf den Anfangspart nach dem ersten Lounge hat. Direkt hier nach dem Shop müsst ihr quasi rechts dran vorbei und dann seid ihr bei dem Bereich. Ja, die Warteschlange ist schon wirklich direkt hier bis zum Eingang, sage ich mal, wo die zwei Steine sind, wo auch Tutatis draufsteht. Demnach gehen wir jetzt wirklich erstmal weiter und kommen später wieder. Dann hat vielleicht auch der Single Rider offen. Gut, okay, der Nebulas hat gerade aktuell ein technisches Problem. Die Leute sitzen drin, die Bügel gehen nicht auf, ja, und stecken fest. Kam gerade eine Durchsage, was ein Glück hat, Leute vor mir, die Englisch können, die konnten mir das dann übersetzen. Von daher gehen wir erstmal weiter, bevor wir jetzt hier noch mehr Zeit verlieren und der Park sich noch mehr füllt, würde ich sagen, wir gehen jetzt zu Gudorix, da wo gestern der Tag geendet hat. Und dann fangen wir da an, die Runde durch den Park weiterzulaufen. Und drückt mir die Daumen, dass ich jetzt die letzte Reihe von Gudorix erwische. Vielmehr, es muss nicht die letzte Reihe sein, wenigstens der letzte Waggon in der ersten Reihe. Weil dann habe ich mehr Beinfreiheit und ich direkt sitze vor mir. Ist besser für die Kamera. Also, ab geht's zu Gudorix. Und dann starten wir die Runde da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Damit wir einmal den kompletten Park abgehakt haben und ihr auch alles gesehen habt. Let's go. Thank you.
Und ich muss einfach nur noch mal sagen, Junge, das ist so eine crazy Bahn, so ein verrückter Coaster. Du fährst wirklich einfach nur von Inversion in Inversion rein und du checkst gar nichts mehr. Die ganze Welt so drumherum im Augenwinkel und alles, was du anguckst, ist sich ständig nur am Drehen. Ey, das macht dich so verrückt, einfach nur geil. So sehr sie auch schlägt und so komisch das Layout auch ist, hat es dann doch irgendwie was Besonderes und ist schon irgendwie geil. Auf jeden Fall. Ja, und demnach sind wir jetzt hier einmal um den See quasi rumgelaufen, wenn wir das von gestern inkludieren. Jetzt habt ihr hier alles gesehen, angefangen natürlich mit Pegasus Express, dann ging es ja weiter mit dem Wasserrafting. Dann hatten wir noch den Disco Coaster, Tonnerre de Zeus und jetzt hier Gudorix. Und jetzt laufen wir halt ja in die eine Richtung weiter und arbeiten uns einmal so den Rand entlang des Parks, bevor wir dann in die Mitte des Parks gehen und uns da den ganzen Bereich nochmal angucken, wo etliche Flatrides und Kindersachen stehen. Die gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, wir laufen weiter. Und wenn ich mich nicht täusche, müsste der nächste Halt ist, diese Wasserrutsche sein, wie man es aus dem Hansapark kennt. Und danach kommt schon Osiris. Oh mein Gott, da habe ich auch so Bock drauf, endlich mal die letzte Reihe zu erleben. Also, let's do this. Ich weiß nicht, diese Halli, wo man durchlaufen kann, wirkt irgendwie komplett tot. Hier sind überall die Rollläden zu. Normalerweise wären hier noch viele Verkaufsstände, wo du Eis herbekommst, Trinken herbekommst oder auch was essen kannst. Aber hier ist ein Roller nach dem anderen zu. Ja, irgendwie wirkt es hier sehr verlassen. Als vor allem, der Park ist gut besucht. Klar, wir haben zwar gestern Montag gehabt und heute Dienstag, aber trotzdem ist der Park eigentlich voll, als hätten wir ein Wochenende so. Also so viel wie hier ist es an manchen Parks am Wochenende los. Deswegen verstehe ich das nicht, warum es hier so tot ist. Würde mich mal interessieren, ob es hier am Wochenende auch so ist. Und direkt hier hinter mir, in dieser richtig dunklen Ecke, haben wir nochmal so einen Raum. Ihr habt es ja gesehen, ich war gerade drin, habe mal gefilmt, habe sogar mein Handylicht angemacht. Komisch. Das ist wirklich einfach nur komisch. Und hier musste ich gestern schon an Big Loop denken, im Heidepark. Und jetzt geht's hier auf Loxygenarium. Das ist nämlich ja das Wasserrafting mit der Wannenabfahrt. Und Osiris wird unser nächster Halt. Geil, Mann. Die letzte Reihe wird bestimmt auch nochmal so durchschwätzen. Thank you.
Ich muss tatsächlich sagen, dass mir hier die Wasserrutsche jetzt viel besser gefallen hat als die im Hansapark. Irgendwie bist du da viel schneller durchgeslidet und ja, hat einfach mehr Spaß gemacht. Der Spaßfaktor ist hier mehr meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht, woran es lag, was da jetzt das Problem war. Wir fahren gerade die Abfahrt runter, kurz vor der Einfahrt ins Wasser. Und ich dachte mir schon so, ah komm, da passiert eh nichts. Ey, und in dem Moment, kurz bevor wir da sind, tut sich da irgendwie so eine Wasserwand aufstellen. Ich weiß nicht, wodurch das zustande kam. Ich glaube, ihr kennt es ja selber, immer bei einer Wasserrutsche, immer bevor eine Person unten rauskommt, kommt nochmal so ein Schwung Wasser mehr mit. Und ich glaube, das war der Grund, dieser Schwung mehr Wasser ist unten reingeklatscht und hat demnach dann eine Wasserwand... Demnach, weil das Wasser dann unten reingeklatscht ist, hat es sich dann so aufgebraust. Junge, und wir fahren voll gegen die Wand. Einfach geisteskrank, einfach lustig. Ja, und wie ihr bestimmt schon unschwer erkennen könnt, ich bin jetzt hier bei Osiris und nehme meine Fahrt in der letzten Reihe mit. Da habe ich richtig Bock drauf, aber sowas von Bock. Ja, Mann. In der ersten Reihe hatte ich schon richtig gut durchgefetzt, richtig Spaß gemacht. Generell die B&M Inverter sind so eine G-Kraftschleuder, das ist nicht mehr normal. Und jetzt bin ich mal echt auf die letzte Reihe gespannt. Let's go, gar keine Zeit verlieren. Das war dann wohl nichts. Ich glaube, ich habe jetzt 40, 45 Minuten angestanden, letzte Reihe blockiert, weil die ganze Zeit irgendwie durch den Ausgang Leute reingelassen werden. Der Expresspass kann es nicht sein, der hier im Park Philomatics heißt, Philomatics, weil der hat nochmal einen anderen Eingang. Also keine Ahnung, warum die letzte Reihe jetzt blockiert ist und da die ganze Zeit Leute durch den Ausgang reingelassen werden. Irgendeine besondere Gruppe, Veranstaltung, was weiß denn ich. Ja, in die siebte Reihe durfte ich dann auch nicht, die wären angeblich auch blockiert. Ich musste dann in die vierte gehen. Ja, dann bin ich direkt wieder für die erste Reihe gegangen. Weil ich setze mich doch nicht irgendwo mitten rein in die vierte Reihe. Also entweder erste oder letzte, aber bei dem B&M Inverter irgendwo in der Mitte zu sitzen, bringt dir gar nichts. Bringt dir überhaupt nichts. Also ich bin jetzt nochmal hier um den Bereich rumgelaufen und tatsächlich ist es doch der Philomatics-Eingang. Also gehe ich mal stark davon aus, dass jetzt die ganzen ja, Expresspass-Leute in die letzte Reihe geschickt werden. Warum auch immer. Schade für mich. Und was ich auch entdeckt habe, hier würde es sogar noch einen Single Rider geben. Der hat aber allerdings genauso wie heute Morgen bei Totatis geschlossen. Soll einer verstehen. Man muss es nicht verstehen, man muss es nur akzeptieren. So, ja, wir gehen jetzt erstmal weiter, denn jetzt haben wir noch zwei Wasserbahnen zum Abchecken. Und das machen wir jetzt auch mal. Thank you.
Dann ich bin geduscht auf jeden Fall. Ich auch. Ja, Junge, also das nenne ich mal wirklich meine Wasserbahn. Ich bin absolut pitchenass. Ich glaube, so nass kam ich wirklich noch nie aus einer einzelnen Fahrt Wasserbahn raus. Junge, geisteskrank. Und dann hat es sogar einen Drop, das ist der erste Drop quasi auch in einer Halle. Junge, da hast du einfach einen Erdteilbügel mit drinne. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Das ist immer das Geile, wenn man sich nicht vorher erkundigt, keine On-Rides anguckt, auf einmal sitzt du drin und denkst dir, Junge, was? Wie geil ist das denn? Ja, Mann, und jetzt geht's noch auf die andere Wasserbahn, die uns fehlt. Jetzt musst du den Eingang suchen und dann geht's direkt mal los, wenn wir jetzt eh schon nass sind. Aber das Wetter passt hier auch. Ich find's geil. Richtig erfrischend. Geil, Mann. Guckt euch das doch mal an. Junge, pitchen nass, selbst die Hose. Alles. Einfach geil. So, ich bin der Meinung, ich habe den Eingang gefunden. Let's go. Es ist halt auch echt nicht wenig. Echt so. Komplett, absolut komplett. Junge, die Wasserbahn war ja mal auch übelst geil. Absolut. War halt so ein breites Boot, wo du mit 5 Reihen drinne sitzt und maximal 4 Personen nebeneinander. Junge, du bist ja schon pitchenass, bevor du überhaupt die große Abfahrt hast, weil ständig irgendwo ein Wasserstrahl oder irgendeine Wasserexplosion am Start ist. Junge, Junge. Und dann hast du da auch einmal so eine Kurve, so einen Kanal, wo du komplett durch den Nebel fährst. Junge, da siehst du gar nichts mehr. Absolut geil. Und nach dem Lift quasi fährst du erstmal eine Kurve und dann schon die erste kleine Abfahrt. Aber in dieser Kurve bist du nicht im Wasser am Schwimmen, wie man es normalerweise kennt, sondern da ist so eine flache Rinne, wo halt auch Wasser drüber läuft, aber du rollst halt komplett drüber, weil das Boot nicht komplett im Wasser drin ist. Junge, einfach nur geil. Diese Wasserbahn hier wirklich geil, beide. Dann befindet sich hier direkt noch bei der großen Abfahrt, die auch übrigens so eine Doppelabfahrt ist, also die hat so eine kleine Welle, wo man tatsächlich ein wenig Airtime verspürt, gibt es hier noch eine riesige Splashzone mit Scheiben, wo man sich dann Gott sei Dank dahinter stellen kann. Das werde ich auch jetzt machen, weil wenn ich hier stehe, dann bin ich absolut durch. Dann bin ich absolut durch. Oh, das war ja sowas von knapp. Hier gibt es dann auch noch einen Knopf, mit dem könnt ihr die anderen nass machen, mehr oder weniger. Aber ich sag euch, wie es ist,
Ihr werdet hier beim Stehen genauso viel nass. So, und gegenüber von dieser Wasserbahn direkt befindet sich auch die andere. Von der bin ich ja gekommen, bin dann nach hier gelaufen. Und der Eingang dieser Wasserbahn befindet sich quasi, wenn ihr dann hier so eine Runde um die Wasserbahn läuft, ist dann der Eingang an der Seite. Jetzt gehen wir aber nochmal hier zurück, denn hier will ich euch nochmal was zeigen an der Wasserbahn. Denn diese Wasserbahn macht halt auch übertrieben nass, habe ich euch ja gerade gezeigt, wie nass ich da rausgekommen bin. Und es ist halt einfach unglaublich, wie lange das Wasser auch spritzt, nachdem das Boot im Wasser reingefahren ist. Auch wenn du drinnen sitzt, es hört einfach nicht mehr auf, dass Wasser reinkommt. Du sitzt da drin und es regnet und regnet und es hört einfach nicht mehr auf. Von da, wo das Boot reinkommt, bis hierher spritzt es einfach. Gönnt euch das mal. Junge, Junge, das ist einfach nicht mehr normal. Was für eine Distanz. Also beide Wasserbahnen hier in dem Park, einfach nur top. Sowohl hier die normale Wasserbahn, diese Baumstammwasserbahn, auch wenn es keine Baumstamm-Thematisierung ist, das Boot. Sowohl auch dieser Super Splash oder Bletsch oder wie er heißt. Er ist auf jeden Fall nicht Splash. Irgendwie komisch, gucke ich gleich nochmal. Denn wir sind eh nochmal auf dem Weg dahin, denn da gibt es auch noch was, was wir abchecken müssen. Und auch hier eine Sache, die ich auch im Walibi Belgium schon nicht verstanden habe. Warum zum Teufel steigt man bei so einem herrlichen Wetter in eine Wasserbahn ein, um sich dann anschließend in so eine Trockenkabine reinzustellen? Was denn los? Was ist denn los eigentlich? Und die Wasserbahn heißt Le Grand Splash. Siehst du, ich wusste doch nicht Splash, sondern Splash. Genau, und quasi ist da direkt der Eingang vom Park und dann könnte man morgen schon damit starten, wenn man motiviert ist. So, wir gehen jetzt aber hier rein in Epidemais Croisieres. Müsste eine Flotsrundfahrt sein. Eine Flotsrundfahrt, nicht Flots. Nach dem Ausgang der Floßrundfahrt bin ich quasi in so ein Dorf reingeleitet worden. Also der Ausgang führt in so ein Dorf rein. Habe ich euch auch gerade mal ein paar Aufnahmen mitgebracht. Da macht auch gerade der allerechte, der einzig wahre Obelix Fotos mit den Besuchern. Und wenn man dann hier drüber laufen würde und hier lang gehen würde. Wenn man wieder zurück am großen See, wo man da hinten auch Gudorik sieht. Aber wir laufen jetzt hier lang. Nochmal durch den Kinderbereich. Fahren wir jetzt nochmal hier eine Runde mit der Hochbahn. Gucken uns mal den ganzen Bereich hier von oben an. Und dann sehen wir uns am Nebulas wieder.
Also ist ja dann doch viel cooler als ich dachte und hat auch viel mehr Power als ich befürchtet hatte. Ey, ist ganz geil eigentlich. Also steigt da gerne mal ein. Wirklich ein schönes Fahrgeschäft. Könnt in meinen Augen noch ein bisschen mehr Power vertragen. Also, dass man da richtig hin und her geschleudert wird. Aber so ist es natürlich familientauglich und auch für die Kleinen geeignet. Also wirklich gutes Fahrgeschäft. Richtig gutes Fahrgeschäft. Ansonsten, ich habe gesehen, der Single Rider hat offen bei Tutatis. Also würde ich sagen, rein da. Also während ich gerade den Nebulas gefahren bin, hatte der Single Rider offen. Jetzt hat er schon wieder zu. Eieiei. Was ist denn die normale Wartezeit? Gucken wir mal. Gut, 30 Minuten. Das tue ich mir jetzt nicht an. Ich bin wie gesagt übermorgen nochmal hier. Da werde ich eh noch 1, 2, 3 Mal fahren. Ich gehe jetzt zu Osiris und hoffe, dass ich da jetzt die letzte Reihe abhaken kann. Weil vorhin, wo ich an dem Parkplan stand, stand 15 Minuten Wartezeit. Weil neben dem Parkplan ist nochmal eine digitale Anzeige, wo die ganzen Wartezeiten stehen. Und da stand bei Osiris 15 Minuten. Hoffen wir, dass das immer noch der Fall ist. Weil dann stellen wir uns da jetzt nochmal an, warten nochmal die 15 Minuten in der Hoffnung, dass wir dann relativ weit nach hinten kommen. Und nach Osiris gehen wir dann nochmal hierher zurück und hoffen, dass der Single Rider offen ist. Wartezeit ab hier 30 Minuten. Wartezeit ab hier immer noch 30 Minuten. Person, can I go last row? Perfect. In der letzten Reihe war die jetzt nochmal um einiges heftiger und von den Gehkräften her erst recht, Junge. Oh mein Gott, ey, die Füße, die werden einem so lang gezogen. Das ganze Blut wird so in die Füße geballert. Du merkst es richtig, wie die anfangen zu pochen und zu kribbeln. Junge, was eine Gehkraftschleuder. Oh mein Gott. Ey, in der ersten Reihe schon extrem, aber die letzte Reihe gerade, Junge, die hat mir richtig gegeben. Junge, einfach nur herrlich, Junge. Was ein Monster. Ohne Mist. Wirklich, was ein Monster. Also, der Single Rider hat immer noch geschlossen. Ich bin jetzt von Osiris wieder hierher den Todesumweg gelaufen, weil der ja diese Absperrung ist. Aber hey, ich stelle mich jetzt einfach einmal an. Fahre die noch einmal, weil ich will die einfach noch einmal mitnehmen heute. Und Wartezeit 25 Minuten ist in Ordnung, kann man verkraften. Und vielleicht habe ich ja Glück und ich komme gerade raus, dann laufe ich eh am Single Rider vorbei und wenn er dann offen ist, nehme ich direkt noch eine zweite Runde mit. Und dann geht es auf jeden Fall zu Pegasa Express, weil da habe ich nochmal richtig Bock drauf. Und vom Pegasa Express laufen wir dann zu Tonnerre du Zeus, habe ich nämlich auch nochmal Bock drauf. Thank you.
eineinhalb Stunden später bin ich jetzt drei Runden gefahren. Die erste Reihe natürlich durch die normale Queue. Hat aber nicht wie angeschlagen 25 Minuten gedauert, sondern tatsächlich 50 Minuten. Keine Ahnung, die hatten irgendein Problem gerade bei der Operation. Es hat ewig gedauert, bis der nächste Zug immer losgefahren ist. Die haben im Bahnhof haben den Bildschirm hängen, wo jedes Mal, wenn die Bügel sich öffnen, ja, ein Timer von 50 Sekunden abläuft. Ja, und spätestens, wenn die halt abgelaufen sind, wird der Zug losgeschickt. Vorausgesetzt natürlich, es klappt alles so, wie die es vorhaben. Aber irgendwie hatten die dann ein großes Problem. Zug für Zug haben die länger und länger gedauert. Ja, demnach sind 50 Minuten vergangen und dann halt noch zweimal Single Rider, dadurch jetzt nochmal 40 Minuten verloren. Also verloren. Jetzt haben wir 16.40 Uhr, das bedeutet noch eine Stunde und 20 Minuten habe ich Zeit, bis der Park schließt. Da nehme ich euch jetzt noch mit, ich könnte den Vlog zwar schon beenden, ihr habt ja schon alles gesehen. Aber ich nehme euch einfach nochmal mit und halte es jetzt ein bisschen kürzer und zeige euch noch das ein oder andere Interessante, sollte was Interessantes passieren. Jetzt guckt euch mal an, wie man hier rumgeschlagen wird. Junge, so ein Knoten an Stahl. Unglaublich! Ach, das ist schön. Gegen Abend wird es richtig leer, ist mir gestern schon aufgefallen. Und dann kann man richtig durchschwätzen. Tonero do Zeus ist mir aufgefallen, mit Tutatis, die Achterbahn mit der längsten Wartezeit. Wahrscheinlich wirklich, weil es halt auch eine Neuheit, also mehr oder weniger eine Neuheit ist. Ja, aber auch da habe ich jetzt wieder länger als eine halbe Stunde gewartet, weil ja, gab eine Diskussion zwischen einer Familie und den Mitarbeitern, weil das Kind nicht die größten Anforderungen erfüllt. Tschüss, tschüss, was ist das? Mach Spaß. Ja, und da haben sie dann gemeint, mal vier Runden lang diskutieren zu müssen. So, wo ich mir denke, was gibt es daran zu diskutieren? Da ist ein Maßband, stell dich da dran, entweder steht im grünen Bereich oder im roten. Was muss man da jetzt diskutieren? Eieiei. Egal, 20 Minuten Zeit haben wir noch, ab geht's zu Pegasa Express. Nice, einfach nur nice. Wirklich nochmal zwei Runden auf Pegasa Express mitnehmen können. Sogar einmal in der ersten Reihe und die zweite Runde war dann jetzt in der vorletzten Reihe. Ist ja quasi wie die letzte. Auf die eine Sitzreihe kommt es dann auch nicht mehr an. Junge, absolut erfolgreich. Brutal. Gestern, wo ich den Park am Eingang gesehen habe, kurz vor Parköffnung, habe ich mir gedacht, Junge, Junge, was wird mich hier die nächsten zwei Tage erwarten? Wir haben außerhalb der Ferien während der Woche, warum zum Teufel ist hier so ein Ansturm? Junge, da muss ich mich ja echt dran halten, innerhalb den zwei Tagen diesen Park hier komplett für euch, mit euch zusammen durchforsten und zu erkunden. Aber es war ja wirklich easy machbar. Sogar noch mit Wiederholungsfahrten, sowohl gestern als auch heute. Einfach nur nice, wirklich. Ja, erstmal alle Counts geholt gehabt. Bevor irgendeine Bahn schließt und Probleme hat die nächsten paar Tage, wer weiß es, habe ich ja die letzten Tage ein bisschen was durchmachen müssen. Und dann haben wir ja angefangen, den Park zu durchforsten und sind wirklich Step für Step von Station zu Station gegangen und haben uns alles ganz entspannt angeguckt. Nice, wirklich. Wie oft habe ich jetzt nice gesagt? Keine Ahnung. Ja, demnach, das war Tag 10 und 11 dieser Tour. Und morgen haben wir schon den letzten Tag gemeinsam. Ich bin zwar noch Tag 13 auch noch unterwegs, also da ist eigentlich noch ein Tag, da komme ich nochmal hierher zurück in den Park Asterix, aber da lasse ich die Kamera dann komplett im Rucksack, weil, ja, wie gesagt, alles gezeigt, alles gemacht, wenn nur noch unnötig. Ich könnte zwar nochmal einen extra Vlog machen, nicht in dieses Video packen, aber wie gesagt, muss ja nicht sein. Dann genieße ich auch mal wieder den Tag, wie damals, wie früher, als ich noch keine Kamera hatte. Wird auch mal wieder schön, von daher würde ich sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zusehen. Und demnach sehen wir uns dann am letzten Tourtag, den ich hier auf YouTube hochladen werde, wieder. Tag Nummer 12 im Jardin, die Akklimatation und La Mer des Sables. Demnach würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Vielen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Ciao, ciao.